total falsch. Markus? Ja? Du hast uns aber schon einen Flug nach Gran Canaria gebucht, oder? Der Kinocast. Wir öffnen jetzt das erste Türchen des Adventskalenders mit der neuen Folge vom Kinocast. Und ich begrüße den, erstmal die Damen, Ladies First. Ich begrüße die Kate. Hallo Kate. Hallo Erik. Und die Chris. Hallo Chris. Hallo Erik. Ja, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Nee. Aber der VfB, der verteilt Geschenke. Ja, der spielt auch in Rot, das ist sehr weihnachtlich, ja. Und wir lassen aber dieses Thema mal außen vor, weil das ist eher ärgerlich. Beschäftigen uns mal mit schöneren Sachen, nämlich mit Filmen und Serien hier bei uns im Podcast. Und da fangen wir doch gleich mal mit dem schönsten Film an, den wir zu bieten haben, so ungefähr. Wir hatten in der Sneak Preview den Film La Palma und der Chris wird danach noch eine kleine Improvisation von sich geben, habe ich gehört. Ich fasse erstmal ein bisschen den Film zusammen. La Palma dreht sich um ein Pärchen, welches eigentlich nach Las Palmas fliegen wollte, aber dann doch in La Palma gelandet ist und da nun überhaupt ihr Hotel nicht finden, weil das natürlich ja in einem ganz anderen, wo ganz anders in einem anderen Land gebucht ist, und besetzen dann quasi ein Haus, was dort leer steht. Und in dieser Zeit kommen natürlich, also sie haben dann irgendwie eine Woche Zeit, bis da die nächsten Gäste kommen, das erfahren sie dann, und sie nutzen die Zeit, um sich selber ein bisschen, mit ihrer Beziehung und alles mal ins Reine zu kommen und miteinander zu sprechen, weil sie wirklich da mitten im Nirgendwo sind. Und irgendwie war gefühlt dieser Urlaub eigentlich geplant, damit sie mal wieder zueinander finden vielleicht. Und jetzt dadurch, dass alles schiefgegangen ist und unter diesem schlechten Vorzeichen steht, kommen nun wirklich alle Probleme mal auf den Tisch, die die Beziehung schon lange hatte. Und ja, das ist dieser Film, ein Abschlussfilm von der Hochschule für Film und Fernsehen in München, den wir hier sehen durften. Der startet auch erst irgendwann Anfang nächsten Jahres, so irgendwann März oder April oder war es noch später, weiß gar nicht mehr. April, glaube ich. Ja, April. Ich weiß gar nicht, was man da noch mehr sagen kann. Nee. Ach ja, genau, das Wichtigste ja eigentlich noch, genau. Als sie dann auf dieser fremden Insel landen, fangen die ja so eine Art Rollenspiel an. Das heißt, der Markus, der ist dann Pablo. Der ist Pablo. Ein Liebhaber. Ah, sie. Ein spanischer Großgrundbesitzer. Sie. Und Sanne ist Sanne, oder? Nennt die sich auch Alba. Sanne ist Alba. Alba, ja. Sie. Beide sprechen nicht wirklich Spanisch, aber tun so. Ja. Und es führt natürlich dann zu, in Anführungszeichen, lustigen Situationen, Anführungszeichen Ende, wenn sie dann mit echten Spaniern da in Kontakt treten, und sie bewegen sich da noch ein bisschen auf der Insel und treffen dann auch irgendwelche Nachbarn, die Deutsche sind, und versuchen dann da ihr Spanisch da durchzuhalten. Und versuche es bis zu spielen, Albert. Ja. Und was am Anfang durchaus vielleicht auch eine erotische Komponente hatte, flacht dann sehr schnell wieder ab und so. Das war also, wir waren ja nur alle, haben es nur alle gesehen in diesem Film. Wie fand man das so? Jetzt kann ich mal die Kate anfangen. Kate, ja. Ganz schlimm. Ja. Ganz, ganz schlimm. Also mal abgesehen davon, dass er extreme Logikfehler hat und die Frau für so unfassbar dumm hingestellt wird, ist der ganze Film einfach nur doof. Also ich habe mich gefühlt wie Donnerstagabend beim ZDF. Das ist so ein richtig schöner ZDF-Abendfilm, ne, unter der Woche. Aber mehr ist der auch nicht. Also ich fand das A, nicht besonders gut geschauspielert, B, die Story war von Anfang an Banane, und C, dieses Alba und der wie hieß der andere jetzt? Pablo. Das ging mir so unfassbar Pablo auf den Nerven. Ich krieg echt Würgereiz. Weil einmal der Chris hat das dann so durchgezogen, hat noch so Witze drüber gemacht die ganze Zeit nach dem Film. Und ich es war gedacht, keine Witze, ist meine Sprache. Warum machst du lustig über meine Sprache? Ja, genau. Und ich krieg das Kotzen, ehrlich. Vor allem, da gab es dann diese eine Szene, wo der splitterfasernackt in der Gegend rumrennt.
Ja, das sieht man seine Bennis. Ja, und das ist grausam. Also ich möchte das alles nicht sehen. Der Bennis von Markus. Ganz schlimm. Den konnte man aber durchaus angucken. Also das war schon... Ich fand die ganz, ganz furchtbar. Ich habe mir tatsächlich, weil du es gerade ansprichst mit diesen Fehlern, die da drin waren in dem Film. Also das ist ja nun ein Film von der Filmhochschule, irgendwie so ein Abschlussprojekt. Deswegen habe ich mir tatsächlich mal die Mühe gemacht und habe zum einen dieses wirklich verkackte Ende, dazu komme ich auch später noch. Ich habe mir wirklich ein paar Sachen überlegt, wie das Ende hätte wirklich funktionieren können. Aber dazu kommen wir später in einem Spoiler-Talk. Ich habe hier eine Top 4 Möglichkeiten, sage ich mal, wie das Ende besser funktioniert hätte, als so, wie sie es gemacht haben. Aber wir können ja erstmal. Schön, dass du dir Gedanken über das Ende machst, wenn der Anfang schon scheiße war. Ja, zum Anfang komme ich jetzt. Ist eins der möglichen Ende mit einer Schrotflinte. Nichts verraten. Kommen wir später dazu. Also, der Anfang ist ja so, den können wir ja durchaus verraten, da kommt ja sogar im Trailer schon. Das heißt, sie fliegen nach La Palma anstatt nach Las Palmas, ja. Und es wird am Anfang gesagt, das war so dieser erste Facepalm-Moment, wo der Film eigentlich den Großteil der Zuschauer verloren hat, weil alle so, hä? What the fuck? Wer ist so doof? Ja, also, und wenn der Film schon am Anfang die Leute so verliert, das ist schwer. Und hier war es so, wie war das gewesen? Sie hat gesagt, sie hat das Hotel. Genau, sie hat das Hotel gebucht. Genau, er sollte sich um den Flug und um den Mietwagen kümmern. Genau, und sie, also wir gehen ja davon aus, sie ist so eine Businessfrau, weißt du, und sie steht dann am Flughafen und kriegt nicht mit bis zur Landung, bis zum Herumfahren auf dieser Insel, dass sie nicht in Las Palmas sind, sondern auf La Palma. Und das hätte man eigentlich sehr elegant lösen können, indem man einfach sagt, okay, was weiß ich, er hat alles gebucht, ganz einfach. Ja, oder, und er hat selber, da gab es nicht dieses, einer hat das gebucht, sondern er hat alles allein gebucht und er hat halt den Fehler gemacht beim Buchen irgendwo, ne? Das wäre viel eleganter. Ja, aber trotzdem stehst du doch am Gate und stellst fest, dass du gerade in ein Flugzeug einsteigst, wo dran steht La Palma und nicht Las Palmas. Ja, wäre dann so gewesen zum Beispiel, er hätte den Flug schon nach La Palma und hätte auch gedacht, er hätte in La Palma ein Hotel gebucht, hat aber aus Versehen in Las Palmas ein Hotel gebucht. Ja, so. Das heißt, sie fliegen schon zum richtigen Ziel, aber haben dort kein Hotel. Der Film hätte genauso funktioniert. Hätte aber nicht diese Facepalm-Szene am Anfang gehabt, wo alle sagen, was? Glaube ich nicht. Kaufe ich dem Film nicht ab. Das hätte man überhaupt so viel eleganter lösen können, das Ganze. Das zum Beispiel, was weiß ich, der Flieger, keine Ahnung, wegen irgendwas, muss der woanders zwischenlanden und sie hängt dort fest oder irgendwas. Sie hat Flugangst und nimmt so eine Einschlaftablette. Und kriegt dann gar nicht mehr wirklich mit, in welchen Flieger sie einsteigt. Du hast ja trotzdem dein Ticket und musst einen Pass zeigen und zeigst das Ticket und den Pass. Und irgendwann, also sobald wie sie irgendwie wissentlich da ins falsche Ziel oder das da funktioniert der Film einfach nicht. Und das war das Problem am Anfang des Films. Die Mitte, okay, hätte man durchaus mehr draus machen können. Zum Beispiel auch gerade aus den Gesprächen mit den Personen, die sie auf der Insel so treffen, ja. Und ich erinnere mich da jetzt so ein bisschen an diese Before-Reihe von Richard Linklater, hier Before Sunrise und so weiter, wo die zwei da eigentlich sich durch verschiedene Städte bewegen und wo es eigentlich nur darum geht, dass sie mit Personen interagieren und die wiederum ihnen so einen anderen Blick aufs Leben geben, ja. Warum hätte man es nicht so machen können? Nein, da werden so viele Themen angerissen, sie unterhält sich mal mit ihrem Nachbarn, okay, Ende Gelände. So, der kommt nie wieder vor. Ja, oder die Frau da in diesem Saftladen, ja, das findet ein nettes Gespräch da, zack, Ende. Nie wieder da. Wird nicht mehr erwähnt, kommt nicht mehr vor, hat keine Relevanz für die ganze Story. Ach, das war so ärgerlich. Da hätte man so viel draus machen können. Und das Ende, das hat es dann doch völlig verkackt, dann, aber dazu komme ich später. Chris, wie fandst du so? Pablo Chris. Es war ein Film wie eine große Bananenplantage. Wie deine Banane. Völlig Banane. Wie deine Bananenplantage. Völlig Banane. Nein, also ganz ehrlich, wenn ich irgendwie hier einer angehenden Anwältin und ihrem gescheiterten Freund, der mir unfassbar auf den Sack ging,
Ich kann es gar nicht anders sagen. Also der ging mir, es gibt Leute, die gehen auf den Sack im Film, es gibt da Rollen. Er sollte halt so ein bisschen die Opferrolle wohl haben, aber der Typ ging mir einfach nur so auf den Seier. Unfassbar. Also nochmal, wenn ich irgendwie so einem Mittelklasse-Pärchen beim Streiten zusehen möchte oder so, hocke ich mich tatsächlich irgendwo in einen Café oder hocke mich auf die Königsstraße in Stuttgart und guck, was da passiert, dann muss ich nicht nach La Palma fliegen und dann einen auf verkorkste Spanier machen. Weil, leck mich am Arsch, war das dämlich. Also so... Oh. Nee, war echt doof. Also, es war so, wir machen aus nichts eine ganz tolle Story. Ja, irgendwas mal null ist trotzdem null, ne? Naja, aber kennst du diese Before-Filme, Before Sunrise und Sunset und so weiter? Ja, aber trotzdem. Da ist ja eigentlich auch nichts weiter. Also, aber da wird halt, das funktioniert halt. Oh Gott, das war gerade. Die funktionieren halt, weil die Interaktion stimmt, weil die Chemie stimmt und da passt halt einfach alles. Und hier waren ja, weil so viele Sachen drin, die hat nicht funktioniert. Hat zwar so ein bisschen gemerkt, wo die hin wollten, und aber nee. Können wir mal zu dem Spoiler-Teil kommen, oder dann können wir mal so richtig. Also, Moment. Achtung, Spoilerwarnung. Da der Film ja durchaus noch anläuft, ne? Also das kann ja noch in einigen Sneaks laufen. Was ich ja völlig Banane fand, war so die Entwicklung von der Dings hier, von der Freundin da, von der Alba, was die da so, weißt du, sie geht dann mal weg und hängt sich da gleich an diesen Typen in der Disco ran und so, das war doch alles völlig unglaubwürdig irgendwie. Total. Also waren so viele Sachen drin. An den 16-Jährigen meinst du? Ja, irgendwie so eine gewisse Drehbuchintelligenz hätte es da wirklich gebraucht, da um wirklich, wo man mal so definiert, okay, was sind das für Personen und wie agieren die? Letzten Endes war es ja so, eigentlich wäre es okay gewesen, wenn man mit beiden Personen irgendwie sympathisiert und dann sagt man, okay, ja, eigentlich würde man denen wünschen, dass sie das schaffen, diese Beziehung wieder zu kitten oder dann irgendwie da gut rauszugehen. Aber letzten Endes war es ja so, sie hat sich ja so arschlochmäßig dargestellt, sie ist fremdgegangen gewesen, sie hat sich da gleich an den Erstbesten in dieser Disco rangehängt, mit dem ist sie mitgegangen. Also eigentlich ist es dem ja nur zu wünschen, dass sie sich trennen, oder? Eigentlich schon, ja. Aber der ist so trottelig und hängt sich da so an die ran und so und eigentlich denkt man, ja. Also, ja, er ist nicht so trottelig, dass man ihn mag. Er ist so trottelig, dass er einfach auf die Eier geht. Und dann denke ich mir, also man hat so zwischendrin das Gefühl, ich kann sie verstehen, dann kannst du wieder ihn verstehen und dann findest du, irgendwie mag ich beide nicht. Und das ist scheiße. Wenn ein Film so hinausläuft, dass du beide Hauptcharaktere scheiße findest, dass du dich mit keinem von beiden irgendwo identifizierst oder mitfühlst, ja, dann ist der Film vorbei. Ja, es muss doch irgendjemanden geben, den du gut findest in dem Film. Sonst ist der Film scheiße. Oder der muss so scheiße sein, der Typ, dass du ihn schon wieder geil findest. Ja? Also so dieses typische Bösewicht im Film macht es aber so geil, dass du ihn sympathisch findest. Ja? Aber die waren ja einfach nur dumm. Beide. Dumm. Einfach dumm. Ja. Kann man leider nichts dagegen sagen. Also, vor allem sie sagt ihm im Urlaub, was sie auch geplant hat, wie sie ja gesagt hat, dass sie fremdgegangen ist. Warum muss sie dann mit ihm auf eine Insel fliegen, um ihm das zu sagen? Tja, na, vielleicht wollte sie da irgendwie in Vertrauen, in Atmosphäre, wenn die sich wieder näher kommen, dann wollte sie sich öffnen, keine Ahnung. Wollt ihr meine Top 4 hören für ein besseres Filmende? Bitte unbedingt, ja. Also um das nochmal, falls ihr das auch, wie ich schon fast verdrängt hatte, wie es ausgegangen ist. Die beiden saßen ja dann irgendwie da so am Meer, er mit seinem Rollkoffer und sie kamen dann dazu und sind dann irgendwie dann drauf gekommen, dann zusammen zurückzufliegen und irgendwie so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen wieder, ne? So, das war ja das Filmende, was uns da vorgegaukelt wurde. Nach dem, was wir vorher erfahren hatten, dass die beiden zusammen eigentlich überhaupt nicht funktionieren, ja, und er eigentlich ohne sie besser dran wäre, weil wo er alleine unterwegs war den Tag, also er ist eigentlich ganz gut klargekommen. Also meine Top 4, Jingle habe ich nicht, egal.
Platz 4. Sie gehen beide zu diesem Saftladen und machen das Help Wanted Schild von der Tür ab und gehen rein. Und dann Schwarzblende. Ja. So. Okay. Da, ne, weil das Ende, was dieser Film hat, ist einfach scheiße. Das ist kein bisschen mutig und kein gar nichts. Da hätte ich von der Filmhochschule durchaus ein bisschen mehr erhofft. So. Das wäre mein Platz 4. Also sie bleiben dort auf der Insel, weil das ja auch was anderes ist dort auf der Insel, und da sie irgendwie halbwegs zueinander gefunden haben, gehen sie nicht zurück in die in Anführungszeichen Zivilisation und machen ihr Spielchen dann weiter, sondern ja, sie bleiben dort halt. Ne? Und ja. Platz 3. Sie wacht am Flughafen auf und hat alles nur geträumt. Der Flieger geht zum korrekten Reiseziel. Der Typ steht da mit seinem Augenrucksack und sie schaut etwas traurig. Okay. Also quasi schon am Flughafen, ja. Vor dem Abflug. Und sie hat diese ganzen. Ja. Das wäre auch ein mutiges Ende gewesen, was ein bisschen offen gelassen hätte und wo man sagt, okay, so und so läuft's. Dann, ihr könnt euch ja erinnern, dass das Thema Münzwurf durchaus mal mehrfach im Film vorkam. Ja. Also deswegen mein Platz 2. Sie wirft eine Münze, ob sie mit ihm zusammenbleiben soll oder nicht. Während die Münze hochfliegt, zeigt man ihr Gesicht im Close-up und es könnte beides bedeuten. Ihre Regung. So. Das wäre meine Nummer 2. Und mein Platz 1 wäre, beide trennen sich, es kommt ein Cut, eine Einblendung, 2 Jahre später, sie treffen sich wieder auf der Insel und beginnen nochmal neu. Du hast die beste Variante vergessen, Erik. Also ich finde deine 4 wirklich. Na, Schrotflinte gut. Sowieso nicht. Aber ja, aber bei dir hätte ich jetzt erwartet, dass du folgendes Ende dir wünschst. Sie sitzen an diesem Pier, reden miteinander und aus der Ferne siehst du eine Haiflosse angesaust kommen. Nee, ach, das hätte nicht zu dem Film gepasst. Hätte ich zwar, es hätte in meinen eben. Film hätte das gepasst, aber dass sie sagen, oh, wir gehen nochmal eine Runde schwimmen und dann kommt hier durup. Ja. Ja. Das hätte aber, den Film extrem gut gemacht. Das hätte in meinen Film gepasst, aber ich versuche ja den lieben Filmstudenten zu helfen. Nicht viel zu nett. High Alarm. Ich glaube, das optimale Ende wäre gewesen, wenn sie beide mit dem 17-Jährigen zusammengekommen wären. Oder so. Also, ich sage aber so, jedes Ende wäre eigentlich fast besser gewesen als dieses lushy Ende, was dieser Film hatte, der zu dem ganzen restlichen Hin und Her und Geseier da gepasst hat. Also, falls die uns hören, ja, dass die Ratschläge waren for free, ja, ihr könnt da gerne noch nachdrehen oder was ihr da immer, ihr habt ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, macht wenigstens das Ende ordentlich, dass man irgendwie noch einen Ansatzpunkt hat, dass man sagt, okay, der Film hatte irgendwas und nicht einfach so, ja, fade out und pff, das war's und ja, mein kostenloser Ratschlag an die Hochschule für Film und Fernsehen in München. Genau, und wenn ihr das umschneidet, dann erwähnt bitte den Kinocast, so wie Kate, Chris und Erik, bitte im Abspann. Nee, bitte nicht, ich möchte in dem Film nicht im Abspann stehen. Wenn ihr das nach unserem Gusto hier wenigstens eine Danksagung an uns, oder? Ja, ansonsten, ja, zum Anfang haben wir euch ja schon Ratschläge gegeben, beim Anfang haben sie wirklich so die meisten im Saal, habe ich gemerkt, verloren, weil das war so, hä, what? Was? Niemals? Wie? Also. Ja, aber du hast schon recht. Es hätte besser funktioniert, wenn das Ziel das Richtige gewesen wäre, aber die ganzen Aktivitäten drumherum, wie das Hotel, das Auto auf der anderen Insel gebucht wären. Das wäre sinnvoller gewesen. Das kann man doch heutzutage sogar sagen, hey, ich habe das hier über so eine kuriose Webseite gebucht und da ist irgendwie auf der Webseite ein Fehler passiert. Mein Gott, alles wäre besser gewesen als dieses so, ich habe jetzt hier gar nicht gemerkt, dass ich bin zwar Anwältin und habe hier mit Vertragswerk und allem zu tun und habe mein Leben voll in der Hand und habe nicht gemerkt, dass ich zum völlig falschen Reiseziel fliege. Also, bitte, also, meine Güte. Naja, lassen wir das Thema. Also von mir kriegt die. Achso, Moment, Spoilerwarnung hier rausgehen. Achtung, Spoilerwarnung. So, also von mir bekommt dieser Film 3 Punkte, wobei das relativ gnädig ist, weil es eben wirklich ein Filmhochschulprojekt ist und ich da vielleicht doch das eine oder andere Auge zudrücke bei solchen Amateurprojekten, nenne ich es mal. Und ihr?
Ich hab's nach unten korrigiert. Oh, Chris. Also ich hab's drastisch nochmal nach unten korrigiert. Ich bin auf einen Punkt runter, weil jetzt bei der Nachbesprechung, muss ich echt sagen, es war einfach nur ein echter, in meinen Augen, ein echter Rotz, was ich nicht nochmal sehen möchte. Und ich find's auch verwunderlich, dass man darüber so lange sprechen kann. Also haben wir 1, 2 und 3 Punkte. Ganz einfach. Ja. Chris 1, K2, Erik 3. Jo. Also, dann gehen wir mal lieber weiter und blicken mal hoffnungsvoll auf den morgigen Tag, was uns da erwarten könnte in der Sneak. Wie lautet denn da der Tipp, Chris? Sneak 1029 am 2.12. Wir haben zwei Sneaks, Sneak A und B. Und du musst dazu sagen, ja, Sneak B fängt um 20.45 schon an, ne? Ah, gut, das nochmal sagst. Achtung. Ja. Helfe gern, weil wir haben Karten für die B-Sneak, die ist in OV. Sneak A ist, was heißt Pizza auf Russisch? Und das wurde tatsächlich im Saal direkt getestet. Und was kam dabei raus? Pizza. 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 Da. Pizza. Travelner. Und Travelner. Sneak B ist der Tipp, 5 sind ein paar zu viel. Und der ist in OV. Ja. Und sind da schon Hinweise eingegangen, Kate? Ja, genau 2 von dir. Was? Und eine dritte Person hat zugestimmt, dass das durchaus mal passt. Du tippst für die Sneak A, der geheime Roman des Monsieur Pic. Und für B, und da bin ich ganz froh, wenn ich drum rumkomme, ist 3 Engel für Charlie. Wenn du da drum rumkommst. Also wenn der wirklich kommt, bin ich nicht traurig. Wieso? Den werde ich nicht mitgehen morgen. Erwartest du da sowas wie irgendwie die Ghostbusters Remake hier oder was? Du, ich hab den Trailer gesehen und allein 2 der Schauspieler, die die Engel spielen, mag ich nicht. Und eine davon mag ich ganz gewaltig nicht. Und das ist, ja. Und wenn man sich sonst noch mitguckt, wer noch mit dabei ist und was die zuletzt gemacht haben und das immer nur so klamaukiger Scheiß war, bin ich raus. Ich brauche nicht schon wieder die 10. Neuverfilmung von irgendeinem Filmklassiker, in Anführungszeichen, ja, die verhunzt wird. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Und ich brauche es auch nicht in 10. Auflage mit noch jüngeren und noch jüngeren und noch jüngeren Schauspielern. Brauche ich nicht. Und der Trailer war scheiße. Tut mir leid. Ja, mal schauen. Ist zumindest mal eine gute Darstellerin dabei. Und ja, ansonsten, was wir sonst so in der Sneak hatten, also ich sag mal, da gucke ich lieber Drei Engel für Charlie an, als La Palma. Ja. Hm. Ja. Und ja. So, komisch ruhig hier. Ja. Okay, dann warten wir ab, was uns da morgen erwartet und guck mal in die gesehenen Filme rein. Ich sehe, ihr habt Happy Death Day to You geschaut. Oh. Ja. Ist das danach, ist das die Punktezahl oder was? Ja. Ja. Den haben wir ja schon das in der Sendung hier gehabt. Sollen wir den ganz kurz abhandeln? Ist wirklich ganz schnell gemacht. Ja? Ja, klar, mach mal los. Okay, Happy Death Day to You. Die Fortsetzung von Happy Death Day, das war ja eher so ein bisschen ein Überraschungsfilmchen, der eigentlich ganz cool war. Es ist die gleiche Scheiße nochmal, es ist komplett bescheuert erklärt. Nee, es korrumpiert das Original. Ist nicht das gleiche nochmal. Das ist ja gerade das Fatale. Ja, okay. Es beschädigt das Original. Also völlig gaga, diese ganze Herleitung der Geschichte, die Darsteller völlig gaga. Es war an Fremdschämen und schlecht geschauspielert fast nicht mehr zu überbieten. Es hatte eher was von B-Movie statt so einer Fortsetzung, nach meiner Auffassung. Und ich fand es einfach nur mies. Punkt aus Ende. Geschichte ist, die Tree kommt wieder in diese Endlosschleife. Ist nur diesmal kommt die Erklärung hinterher, irgendein Wissenschaftsprojekt, das ganz viel Strom frisst, und sie kommt in eine Parallelwelt, wird sie versetzt. Weil es gibt ja Multiversen und dort, Achtung, Spoiler, lebt ihre Mutter noch. Und ja. Ja, das war echt Banane. Ich kann mich erinnern. Ich mochte ja den ersten wirklich sehr. Also den gucke ich jetzt noch gerne. Aber diese Neuauflage, zumal die ja auch quasi an demselben Tag nochmal spielt und damit quasi mit dem, was dort passiert, beschädigt sie das Original. Das ist unfassbar. Wie kann man sowas machen? Und nee, ich verstehe es nicht. Also, ganz schnell vergessen. Happy Death Day to you.
Ja, einzig, zwei Punkte von mir. Einzig Gute war die Hauptdarstellung, ja, wieder sehr sympathisch. Kate, was sagst Banane, du? Banane, zwei Punkte. Banane. Ihr habt es wenigstens komplett geguckt, ne? Ja. Ich habe nämlich einen Film, den hatte ich mir aufgenommen gehabt. Da habe ich gerade mal so 20 Minuten durchgehalten. Der Film heißt Plan B, Scheiß auf Plan A. Und Entschuldigung, ich hatte irgendwas von einem Martial Arts Film gelesen gehabt. Oh, jetzt habe ich, steck's mir gerade im Hals. Ich hatte irgendwas von einem Martial Arts Film gelesen, dachte ich, oh, könnte ja vielleicht ganz lustig sein oder so. Aber selbst mit vielen Mut zum Trash geht der Film einfach gar nicht. Und ich weiß nicht, ob der von denen gemacht ist, die hier diese deutschen Action-Sachen hier produzieren, so Alarm für Cobra 11 oder sowas. Es wirkte zumindest zeitweise so. Und was am schlimmsten war, waren eigentlich so diese Dialoge, die wirklich so, wie so, ja, das ist jetzt wirklich so, wie du sagst. Dann so eine Pause. Ja, das ist so, wie ich sage. Weißt du, so irgendwie so Laienspieltheater so aufgesagt und oh, ich habe erst gedacht, boah, ist das eine schlechte Synchronisation? Nö, das ist ja Originalsprache. Okay, das ist quasi ein deutscher Film, der da irgendwie so auf Action macht und oh, es war einfach total furchtbar, ey. Und versucht so oben drüber zu sein und so ein bisschen 80er-Jahre-Action-Kino zu machen, aber das ging irgendwie gar nicht. Ich musste dann echt ausschalten. Also, vor allem, das stand dann irgendwie so in der Filmbeschreibung, ja, der orientiert sich an Vorbildern wie John Wick oder Jackie Chan Film und so. Boah, hallo. Hey, also die paar Schuhe sind deutlich zu groß für den. Also. Aber ja, vielleicht guckt ihr den ja mal. Der lief irgendwie mal auf Sky oder so. Plan B, scheiß auf Plan A. Vielleicht gefällt er euch ja. Ja, nee, danke. Und ich hab noch was angefangen, habe ich aber jetzt noch nicht weitergeguckt. Meine Blu-ray ist ja gekommen von Das Ende der Wahrheit. Und ich habe da jetzt so, glaube ich, eine halbe Stunde gesehen. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut bis jetzt. Also ich weiß nicht, ob der dann noch abflaut oder irgendwas. Also bis jetzt ist es ein absoluter Hammer. Also das war eine gute Empfehlung. Da war ich ja leider nicht in der Sneak. Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Ich gucke dann, nachdem wir aufgenommen haben, gucke ich dann weiter. Ja, und die Blu-ray hat auch schön viel Zeug drauf und so. Muss ich gleich mich dann auch mal damit beschäftigen. Ja. Chris, du fandst den ja gut, ne? Du hast den ja, das Sneak irgendwie, habe ich in Erinnerung gehabt, dass du den ganz gut fandest. Ja. Ja, aber da werde ich vielleicht dann nächste Woche mehr drüber berichten können, deswegen steht es auch noch nicht hier drin. Gucken wir mal lieber, was Neues anläuft im Kino. Kinocharts und Neustarts. Und wie es so mit den Charts aussieht, wo ich gerade den Tab irgendwie zugemacht habe. Kate, mach du mal die Nummer 10 erstmal. Die dahin. Nummer 10 ist Maleficent, Mächte der Finsternis. Oh, ist aber plötzlich runtergefallen, ne? Es war doch immer die ganze Zeit ganz oben. Ja, Platz 9 in Stuttgart, die Addams Family. Platz 8, Zombieland 2, doppelt hält besser. Platz 7 ist Hustlers. Platz 6 ist Joker. Platz 5, Dr. Sleeps Erwachen. Platz 4, Le Mans 66, gegen jede Chance. Ach, cooler Film, ey. Platz 3, Last Christmas. Platz 2, Das perfekte Geheimnis. Oh, hält sich auch gut. Ist gut für Konstantin Film. Platz 1, Die Eiskönigin 2. Das war's dann schon. War ja klar irgendwie. Ja. Das Into the Under! Maximal genervt von diesem Song. Nein. Doch. Und am 5. Dezember, was startet denn da so? Hat man da was Gutes dabei, Chris? Da startet Blackout. Und da bin ich gerade dran, zu finden. Ein russischer Film. Avner Post. Wann kommt Post? Sag ich auch immer, wenn die Hall nicht kommt. Wann Post? Nein, das ist ja hier, obwohl kein Meteorit die Erde getroffen, keine Terroristen die Welt in Angst und Schrecken versetzt und kein Atomkrieg begonnen wurde, ist irgendetwas gehörig aus dem Ruder gelaufen. Der Kontakt zwischen den meisten Städten der Erde wurde unterbrochen. In einem kleinen, ringförmigen Gebiet in Osteuropa gibt es aber noch Elektrizität und es wird sogar von Lebewesen aus dem All berichtet. Was die Streitkräfte außerhalb des Rings vorfinden, ist schockierend. Überall sind Leichen. In Geschäften, in Autos, auf Straßen, in Krankenhäusern und Bahnhöfen. Wer oder was zerstört alles Leben auf der Erde? Wie lange wird der letzte Außenposten der Menschheit überleben? Mhm. Das wäre doch mal ein Film für die Sneak. Ja.
Ja. Morgen in OV. Oh, kein Problem. nee, muss nicht sein. A Rainy Day in New York. Ach, jetzt läuft er erst an. Ich dachte, der läuft schon, oder? Ist das... Nochmal gucken. Ah, hier steht es auch drin. Ja, der neue Woody Allen-Film mit Timothy Chalamet und Elle Fanning und Selena Gomez. Ein beschwingtes Liebesdrama, wie man es so von Woody Allen kennt, über ein junges Paar, das verschiedene Abenteuer an einem verregneten Wochenende in New York erlebt. Was bestimmt interessanter anzuschauen ist, als ein Paar, was eine Woche in La Palma verlebt. Ja, Rotschüchen und die sieben Zwerge. Neuauflage des Grimmschen Märchen, in der Schneewittchen verzaubert wird und von den sieben Zwergen Hilfe erhält. Koreanischer Film, ne? Oder? Von Hong Chung-ho. Ja. Die zwei Päpste mit Anthony Hopkins, Jonathan Pryce und Juan Minyo Hin. Drama über die Diskussion der Päpste Benedikt der 16. XV, ja, 16. und Franziskus dem 1. Das ist ein Film für mich, den muss ich sehen. Das, wie zwei Päpste miteinander diskutieren, das ist bestimmt ganz toll anzuschauen. Ist genau deins, ja. Ist genau meins. Dann haben wir noch Alles außergewöhnlich. Drama auf wahren Begebenheiten basierend, in der zwei Betreuer für den Erhalt einer Einrichtung für jugendliche Autisten kämpfen. Die glitzernden Garnelen, eine französische Komödie über ein schwules Wasserballteam, das für die Gay Games in Kroatien trainiert. Das wird den nicht in der Sneak hatten. Das ist total cool. Das wird den nicht in der Sneak hatten. Apropos, ich habe jetzt immer mal die Werbung gesehen für diese Sendung, die da donnerstags auf Pro7 läuft, hier diese Drag Queen. Guckt das eigentlich irgendjemand? Also, ich kenne jemanden, der es guckt, vielleicht, ja. Vielleicht, ja, einer. Eine. Nee, eine. Oder ein S. Das ist ganz, ganz schrecklich. Sagt ja. Sie. Okay. Ja. Also ich weiß nicht, wer, was da die Zielgruppe sein soll und egal. Haben wir noch Drag so, Chris? Our House haben wir noch. Einfühlsames Drama über sechs Jugendliche, die eine WG gründen, um ihren Freund vom Selbstmord abzuhalten. Oh, das war ein sehr löbliches Ziel. Da. Nomme die Donna. Eine Krankenschwester wird das Opfer von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Als sie sich dagegen wehrt, bringt sie nicht nur ihren Boss gegen sich auf. Italienischer Film, nehme ich an. Warum? Vielleicht den ganzen Vatikan, oder? Nee, auch die Darsteller. Christiana Capotondi, Adriana Asti. Und außerdem heißt der Film Nomme di Donna. Ja, könnte passen. Ich habe noch Der Unschuldige. Drama um eine Frau, deren Leben aus den Fugen gerät. Okay. Mhm. Mit Judith Hoffmann, Naomi Scheiber und Christian Kaiser. Urs Jucker. Hallo, Herr Kaiser. Worum geht's da? Alles wirkt perfekt, als sie eines Tages ihrem Ex-Freund begegnet, den sie übereinst über alles liebte, der wegen Mordes für 20 Jahre im Gefängnis saß, gerät ihr Leben aus den Fugen. Oh, um Gottes Willen. Eieiei, so, was haben wir denn noch hier? Ist das ein Doku? Ja. Doku. Oder? Ja. Der Rest sind alles Dokumentationen. Dann sind wir durch mit den Filmstarts, die im Kino starten, und wir gucken mal, was es Neues so fürs Heimkino auf Blu-ray gibt. Und da geht's am 2. Dezember los. Quasi am Montag. Zweiter. Könnt ihr quasi morgen ins Kino, in den Laden eures Vertrauens gehen. Euch Blu-rays kaufen, zum Beispiel von Der unverhoffte Charme des Geldes. Was passiert, wenn ein eingefleischter Kapitalismusgegner buchstäblich an Säcke voller Kohle kommt? Das zeigt der Film Der unverhoffte Charme des Geldes. Ich hätte noch die Tribute von Panem Limited Complete Steelbook Edition. Die komplette Edition, alle Teile der erfolgreichen Reihe auf 8 DVDs und mit bis zu 15 Stunden Bonusmaterial erhalten. Ah, okay. Es gibt auch noch eine neue Edition von Die unendliche Geschichte. Sollte man sich auch mal angucken. Auch mit Mediabook braune Edition. Ja. Gibt's noch, wenn du es nicht machen willst, Leid und Herrlichkeit. Ja. Regisseur Salvador Malo, gespielt von Antonio Banderas, entdeckte schon früh seine Leidenschaft für das große Kino und Geschichten, und mehr weiß ich jetzt nicht. Ja, Lying and Stealing, machen wir doch da weiter. Ja. Ivan ist ein erfolgreicher Kunstdieb, der das kriminelle Leben seines Vaters fortführt. Ah ja.
My Days of Mercy mit Ellen Page und Amy Seimetz. Die reist mit ihrer, quasi die Lucy, die reist mit ihrer Schwester Martha und ihrem kleinen Bruder regelmäßig durchs Land, um gegen die Todesstrafe zu, wahrscheinlich zu demonstrieren, protestieren, genau. Und die Geschwister haben auch ein persönliches Motiv, denn der Vater sitzt in der Todeszelle, weil er seine Frau umgebracht haben soll. Er bestreitet die Tat und die Kinder wollen ihn nach den Kräften unterstützen. Dann läuft noch an The Professor and the Madman mit Mel Gibson und Sean Penn. Mitte des 19. Jahrhunderts arbeitet Sprachforscher James Murray Mel Gibson mit großer Leidenschaft an seinem ehrgeizigen Traum, der Erstellung der ersten Ausgabe des Oxford English Dictionary, dem bis heute umfangreichsten Wörterbuch der englischen Sprache. Und erhält Unterstützung von Dr. William Chester Minor, Sean Penn, bla bla bla. Magst du das nächste noch machen? Auch noch. Jetzt ja, aber. Warum nicht? Ist doch eher was für dich, oder? Ja, du guckst bestimmt gerade nur auf dem Bildschirm nebenher. Watchmen Ultimate Cut. Ja. Gibt es jetzt auch gerade die Serie. Und jetzt gibt es Elfmeter. Ja. Live. Ja, da gibt es jetzt auch die Serie. Mal gucken. Also die Kate, Serie in 30, ganz in 30 Sekunden gibt es Elfmeter, Kate. Spoiler. Ja. Und ja. Gelb. Entschuldigung. Ja. Also Watchmen, ja. Der Ultimate Cut, ich dachte, du hast da noch ein bisschen mehr. Und zwar es gab ja lange Zeit die normale Kinofassung, die ja vom Regisseur durchaus kritisch betrachtet wurde, denn die wurde ja extrem zusammengeschnitten und was dazu geführt hat, dass bestimmte, ja, wer sich nicht gerade mit der ganzen Materie so ausgekannt hat, überhaupt nicht wusste, was geht da jetzt ab. Und der Ultimate Cut, der ist eben wirklich dann, der enthält die ganzen Szenen mit drin, also ist quasi ein Director's Cut. Zusätzlich noch mit extra Szenen und das soll wohl wirklich der Hammer sein. Also ich habe mir die auch schon vorbestellt, weil ich konnte mit der normalen Watchmen konnte ich nicht viel anfangen, ehrlich gesagt, mit der Kinofassung. Ich fand es okay, ich fand es gut gemacht, aber es hat mich nicht so richtig mitgerissen und da hoffe ich jetzt mal auf den Ultimate Cut. Alter! Hm? Ja. Nix, mein Tablet ist hängen geblieben. Ach so. Jo. Ja, immerhin. Robin Hood, König der Diebe. Der mit Kevin Costner, der Robin Hood. Den habe ich sehr gerne geschaut. Den fand ja, ich das ist ein cool. Guter Robin Hood. Und mit Bryan Adams. Ja, der singt. Und Morgan Freeman. Ne? Und? Das war einer. Und Dumbledore. Wer spielt noch mit? Der eine von Harry Potter. Und Achtung, Filmtrivia. Filmtrivia. Das ist der offiziell erste Film, bei dem Bullet Time eingesetzt wurde, nicht Matrix. Weil hier mit den Pfeilen, okay. Weißt du, wo der Pfeil fliegt, wurde zum ersten Mal Bullet Time eingesetzt. Ja. Okay. So wie und ich fand es auch sehr schön. Ich fand es auch sehr schön bei Helden in Strumpfhosen mit dem Robin Hood. Ja, ich koste noch den Regisseur nicht so und so viel Geld. Dann, gut. So wie du mich willst, die attraktive Literaturdozentin Claire, gespielt von Juliette Binoche, ist 50, alleinerziehende Mutter und steckt in einer schwierigen Beziehung mit ihrem jüngeren Liebhaber Ludo, ja. Ja, ist halt Frankreich, ne? Um ihn auszuspionieren, legt sie sich ein falsches Facebook-Profil an und wird zu Clara, einer hübschen 24-Jährigen. Alex, Ludos bester Freund, findet Clara online, verliebt sich in sie. Okay. Ah. Ja, typisch französischer Film. Sag doch blöd. Okay, dann haben wir auch die Heimkino-Neustarts durch. Ich muss sagen, seitdem wir das immer machen, habe ich mir doch durchaus wieder mehr Blu-rays gekauft, weil ich da erfahren habe, was da so neu rauskommt. Und jetzt machen wir weiter in den Trailer-Bereich. Ah, das war's falsch. Achtung. Egal. Guy Ritchie hat einen neuen Film am Start. Heißt The Gentleman mit lauter coolen Leuten, würde ich mal sagen. The Gentleman! Hast du den gesehen, den Trailer? Nein, das hat keiner von euch jetzt gerade die Anspielung auf How I Met Your Mother kapiert. Das ist traurig. Ach so, ja. Was? Ich kenne die Gentleman nur als böse Monster aus Buffy. Mhm. So, das hat uns jetzt alles wesentlich weitergebracht hier. Ich sag's ja. Also, The Gentleman ist ein Film von Guy Ritchie mit Matthew McConaughey, mit Charlie Hunnam, mit Michelle Dougherty. Irgendwie hat er so alle zusammengebracht, so das Who is Who seiner bisherigen Filme plus noch etliche andere. Und
der Trailer sieht ganz cool aus eigentlich. Es ist so eine Art Film im Film oder irgendjemand erzählt, wie er sich irgendwas vorstellt über irgendjemand, der sich aus dem Drogengeschäft zurückziehen will, gespielt von Matthew McConaughey. Und das ist halt wirklich so, der hat diese schnellen Guy Ritchie-Schnitte, diese kuriosen Montagen, dieses Hin und Her und Her und Hin. Also allein der Trailer macht mir schon gewaltig viel Spaß. Sieht schon sehr snatchig aus oder wie Lock, Stock and Two Smoking Barrels oder so. Ja, hätte ich gern mal in der Sneak oder so. Mal gucken. Wie fandet ihr es so? Kate fand es, glaube ich, nicht so, ne? Ich fand den Trailer ein bisschen nichtssagend, aber liegt vielleicht daran, dass ich ihn nicht ganz aufmerksam verfolgt habe. Okay. Ich fand es ganz cool. Also hat mir gefallen von dem, was ich gesehen habe, hat mich auf jeden Fall interessiert. Ja, dann schauen wir mal ab, was uns da erwartet. Kommt erst 2020 ins Kino, ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Nee, das, hallo, 2020 ja, ist aber in einem Monat. 2020 ist 12 Monate lang, ich weiß nicht ganz genau, wann der anläuft. deswegen gehen wir mal in den Serienbereich, da gibt es ja viele Sachen schon. Serien. Kate hat was geguckt, ich dachte, es lief auf Vox. Lief das nicht auf Vox, Krieg der Welten? Nee, es lief auf Sky. Ist doch das, wo jetzt immer die Werbung kam hier mit. Weil ich hatte mir da auf Vox mal was aufgenommen mit Krieg der Welten. Ich weiß es nicht, ich hab's auf Sky gesehen. Keine Ahnung, was du auf Vox gesehen hast, aber ich hab's auf Sky gesehen. Krieg der Welten ist eine Serie aus diesem Jahr. Produziert US-amerikanisch-französisch und spielt in Frankreich und England. Total witzig. Und es geht quasi genau darum, was wir schon kennen, aus zum Beispiel dem Film oder den anderen Geschichten, die es bis jetzt zum Thema Krieg der Welten gab. Die Erde wird von Aliens heimgesucht. Allerdings ist es hier nicht ganz so krass wie im Film, dass da so riesen Viecher auf der Erde landen, die alles niedermähen und die Menschen einsammeln, so wie damals mit, Tom Cruise. Sondern hier ist es so, dass so lauter kleine Kugeln und so etwas größere Raumschiffe landen und dann kommen so, so ein bisschen hundeartige Geschöpfe auf die Erde, die aus sowohl aus Gewebe als auch aus Metall bestehen. So eine Art, sehen aus ein bisschen wie Roboterhunde, haben aber innen richtiges Nervensystem und so. Und die laufen quasi wie eine Vorhut quasi über die Erde und tun die noch lebenden Menschen töten. Denn mit dem Absturz gab es so eine Art Schockwelle, ja, und die hat die Neuronen im Hirn Alarm gelegt und alle, die jetzt nicht irgendwie unter der Erde oder in so Schutzräumen waren, sind direkt davon gestorben. Hirnschlag, tot. So. Das heißt, in der ganzen Stadt liegen überall Leichen rum. Und die wenigen Überlebenden, die sowohl in Frankreich als auch in England verteilt sind, also wir haben so zwei, also am Anfang waren es drei Gruppen, die wir verfolgt haben in den ersten Folgen. Mittlerweile sind es vier, wobei sich zwei auch zusammengeschlossen haben, also sind später sogar fünf Gruppen gewesen. Die verfolgen wir so. Und da ist auch ein Wissenschaftler dabei, der dann versucht rauszufinden, was das für Viecher sind und was das alles bedeutet. Dann ist eine dabei, die das Signal aufgefangen hat durch so eine Forschungsstation in Frankreich. Und es ist alles relativ ruhig erzählt. Es ist nicht so hektisch. Es ist nicht so, bam, Riesenmonster und wow, überall Gemetzel und Blut und so. Sondern es ist tatsächlich fast schon ein überlegter Überfall auf die Erde. Und jetzt versuchen sie halt, wie gesagt, die restlichen Überlebenden zu töten. Spannend an der ganzen Sache ist allerdings, was hinter dem Angriff steckt. Da kommen nämlich auch die ersten Dinge raus, wieso manche überlebt haben, die vielleicht eigentlich gar nicht in so einem Bunker waren oder so. Und ich will natürlich nicht zu viel verraten. Die Serie hat 8 Folgen. Wie ich jetzt gerade eben beim Recherchieren festgestellt habe. Und ich habe auch alle 8 schon gesehen. Ich dachte, da kommt vielleicht noch eine 9., aber ich habe auch schon das Finale gesehen. Ach so, das wirkte gar nicht wie ein Finale, oder was? Naja, es war schon so, oh fuck, okay, was ist das? Aber es war jetzt nicht so, okay, jetzt ist die Serie bestimmt zu Ende. Weil das hatte ich 2-3 Mal vorher auch schon, ja, dieses Gefühl. Weil es halt ein cooler Cliffhanger war. Aber wie ich jetzt nachgelesen habe, sind es tatsächlich nur 8 Folgen. Somit habe ich alle 8 gesehen. Okay. Und ja, ich hätte Bock auf eine zweite Staffel. Schauspieler kannte ich
Keinen einzigen. Ist da nicht Gabriel Byrne dabei? Doch, stimmt, der ist dabei. Das ist der das ist der Wissenschaftler. Und das ist aber der Einzige, der mir irgendwas hat vom Gesicht her. Okay. Die anderen, weiß ich, keine Ahnung. Also da sind welche, die haben Schauspieler, also drei mit dem gleichen Nachnamen, vielleicht ist es eine Familie, keine Ahnung. Übrigens, keine Ahnung, also Chris, sagt mir nichts. Der Showrunner von der Serie hat auch Future Man gemacht. Oh. Ja, auf jeden Fall, die Serie ist gar nicht übel, muss man sagen. Ja, kann man mal klicken. Ja, ich habe es ja aufgenommen. Ich habe übrigens festgestellt, es war nicht Vox, sondern Fox mit F. Fox, ja, Fox. Fast richtig, Fox. Fast richtig. Nein, Fox. genau, weil da kam sogar im Radio irgendeine Werbung dafür. Also bei mir im, das kann sein, auf ja. Alexa. Bei mir im Radio kam eine Werbung. Ja, nee, bei Alexa kriegst du doch Werbung ausgespielt, die so ein bisschen passend ist, glaube ich. Also wahrscheinlich wissen die, was ich so mache da. Dass ich gerne Serien gucke oder so. Da kam irgendwie mal, ja, neue Serie und bla. Deswegen hatte ich mir die mal aufgenommen. Ja, mal gucken. Vielleicht schaue ich da mal rein. Ja, mach das doch mal. Wir gucken ja noch die andere Serie weiter, die uns sehr gefällt, die wir nicht nennen dürfen. Ja, Rick and Morty halt. Sehr, sehr schön. Geil. Ja, die auch. ich habe jetzt, Silicon Valley ist ja jetzt in der, weiß nicht wie vielen Staffel, war das die vierte jetzt oder so? Moment, was muss ich mal kurz auf meinen Receiver gucken, was ich da aufgenommen hatte. Und, nee, Quatsch, in der sechsten sind die, in der sechsten Staffel, genau. Ach, großartig, ist wieder so großartig, Silicon Valley, so eine tolle Serie, wunderbar, hab ich gelacht. Kann ich nur empfehlen, wer das guckt. Ja, dann, dann Kommentare. Ja, jetzt mache ich mal ganz kurz einen Trenner hier. So. Wir hatten einen, also wir bekommen ja durchaus einige Kommentare auf den diversen Plattformen oder dass da mal irgendjemand was drunter schreibt, irgendwo irgendwelche Hinweise oder Kommentare oder E-Mails oder so. Und ich leite euch ja schon immer ein paar Sachen weiter, die so reinkommen. So, wenn da jemand sich ganz unflätig, das leite ich euch nicht weiter, damit beschäftige ich mich dann selber. Weil da gibt es natürlich, wenn man eine Weile im Internet unterwegs ist und den Podcast gibt es ja jetzt doch schon ein paar Jahre, dann, ja, da gibt es halt immer mal wieder den einen oder anderen, der meint, der müsste da irgendwelche komischen Sachen ablassen. Aber es gibt dann wiederum mal so E-Mails, die einen erreichen, wo man dann wieder weiß, ja, wofür man das alles macht hier und dass da auch Leute draußen sind, die denen das richtig gut gefällt. Und ich werde jetzt einfach mal die E-Mail vorlesen. Ich habe sie euch ja schon weitergeleitet gehabt. Hallo Erik, hallo Chris und hallo Kate. Ich muss mal ein Dankeschön loswerden. Mein Name ist Andreas, ich bin 54 Jahre alt und habe jede Folge von euch gehört. Boah, das ist schon... Also schon einen ganz schönen Backkatalog. Das tut uns jetzt echt leid. Also mir tut es ja. Sehr leid, dass es. Ach, ja. Ich hoffe, das hat nicht zu sehr irgendwie, aber gut. Leider bin ich vor 20 Jahren erblindet, war davor aber auch ein Cineast und nun mache ich es mir mit Blu-rays samt Audiodeskriptionen zu Hause gemütlich. Bin aber dann auch jeden Montag gespannt, was ihr geschaut habt. Denn ihr gebt mir ein bisschen die aktuelle Welt des Kinos wieder, die ich so gar nicht mehr wahrnehmen würde. Und dank meiner Alexa seid ihr nur einen Ruf von mir entfernt. Aber es gibt auch einen zweiten Grund, weshalb ich schreibe, da ihr ja sehr auf Filme samt Musikhintergrund steht und auch besprecht, frage ich mich, warum ihr den Film Wildes Herz nicht analysiert habt. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm, welcher auch zu Recht viele Preise für die Audiodeskription gewonnen hat. Aber auch, weil er mich selbst betrifft. Mich würde diese Frage nur mal interessieren, da der Film 2018 bester Musik-Doku-Film in Deutschland wurde. Über eine kurze Antwort wäre ich von Kate, Chris oder dem Erik sehr dankbar. Grüße aus Mecklenburg-Vorpommern, auch hier werdet ihr sehr gern gehört. Ja, auf jeden Fall schöne Grüße nach Mecklenburg-Vorpommern. Grüße nach Mecklenburg. Genau. Liebe Grüße. Und ja, das hat mich doch... angenehm bewegt, diese E-Mail, weil dass wir da jemanden auch so ein bisschen die unsere Eindrücke wiedergeben, was da gerade so im Kino los ist und dass man sich das dann auch
gern anhört. Und da ist mir dann auch aufgefallen, ja, eigentlich müssten vielleicht auch die Kinos mal so eine Art Sondervorstellung machen mit Audiodeskription. In meinem Stadion kenne ich das ja, da gibt es das auch. Da gibt es ja welche, die quasi das Spiel live kommentieren. Und die Sehbehinderten, die haben dann so eine, bekommen so Kopfhörer und können das quasi über diesen Kommentar hören und spielen, fühlen aber trotzdem diese Stadionatmosphäre, ne, wenn alle aus ihren Sitzen gehen und so. Vielleicht, ja, wenn es diese Möglichkeit schon auf Blu-ray gibt, vielleicht könnte man sowas ja auch im Kino auf die Art machen. Oder wenn es vielleicht so ist, dass es dann zum Beispiel auch mit einer Art Kopfhörer ist, dass man quasi keine extra Vorstellung macht, sondern quasi, dass alle zusammen das genießen können. Das wäre doch cool, oder? Mhm. Ja, definitiv. Das stimmt. Da habe ich mir halt gar keine Gedanken so drum gemacht. Aber das wäre halt ein Auftrag an die Filmemacher, sowas gleich mit anzubieten. Weiß nicht, wie das überhaupt möglich ist. Ob dann, ja, ach, ich glaube, weiß nicht, bei den heutigen Druck, bis da so ein Film ins Kino kommt, ist ja immer sehr, sehr hastig. Teilweise wird da in letzter Minute noch was fertig geschustert, ob dann die Audiodeskription auch schon fertig wäre. Weiß ich, vielleicht müsste einfach jemand bei den allerersten Vorführungen mit drin sitzen und das einfach mal kommentieren halt. Oder wenn es halt synchronisiert wird. Ne? Aber auf jeden Fall ja. Sehr schön, dass wir dir, Andreas, da auch ein bisschen einen Eindruck geben können. Diesen Film, den du erwähnt hattest, den kannte ich tatsächlich nicht. Ich habe das Poster habe ich schon gesehen und wir hatten den auch, glaube ich, erwähnt gehabt, obwohl es halt eine Dokumentation ist. Ich suche es mal ganz kurz raus. Da geht es, glaube ich, um feine Sahne Fischfilet. Ne? Wenn ich ja, mich recht genau. Erinnere. Mal gucken hier, Wildes Herz. Und Dokumentation über Jan Monchi Kargow, den Sänger der Punkband Feines Sahnefilet. Sahne Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern. Der sich zusammen mit anderen Musikern der Gruppe immer wieder gegen Antisemitismus, Rassismus und Homophobie stark macht. Vom Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern hingegen wird er als Linksextremist und Staatsfeind eingestuft. Und die Doku Wildes Herz geht der Ambivalenz des Menschen Jan Gorkow und ihrem scheinbaren Widersprüchen auf den Grund. Mhm. Ja, gibt es das schon irgendwo? Ist ja von 2017. Kann man ja mal gucken. Ja, ich bin ja derjenige, der jetzt so irgendwie die letzten Musikdokus da im Kino geschaut hatte, ja. Interessiert mich dann auf jeden Fall auch. Ich meine, so feine Sahne ist jetzt nicht ganz so meine Musik. Ich meine, früher habe ich so diverse Punk-Sachen auch gehört, klar. Aber irgendwie so feine Sahne Fisch. Gibt's wohl gerade im Prime als in der Flatrate. Oh, na dann. Aber zum Prime. Na dann ist doch die Sache schon klar. Also dann habe ich das bis nächste Woche geguckt. Definitiv. Und werde dann darüber berichten. Ich hoffe, es gefällt mir auch. Nicht, dass ich dir deine das dann zerstöre, dass du eine gute Meinung von uns hast, wenn ich dann drüber herziehe, wie schlecht ich das fand oder so. Aber ich werde ganz sachlich berichten, ja. Ich finde es auf jeden Fall toll, Andreas, dass du uns geschrieben hast. Wir hätten gern öfter solche E-Mails, die uns auch bestärken in dem, was wir tun. Ich finde es klasse und ich hoffe, du hörst uns noch ganz lange weiter. Ja, kannst ja auch unsere Spotify-Playlist abonnieren. Ja. Da sind ja ein paar schöne Songs zum Hören. Boah, diese der Überleitung, Erika. Ja. Wow. Genau. Hast du das geübt vorher? Ja, das ist die große Frank-Elstner Moderatorenschule hier. So. Ihr beide, ihr könnt ja mal eure Musik vorstellen, die ihr da habt und warum. Ich habe mich für einen Song entschieden, weil wir hatten gestern ein bisschen Besuch und da habe ich von meiner Schwester. Wir hatten gestern ein bisschen Besuch. Die haben so kurz zum Fenster Abend mal reingeguckt. Ja, die waren nicht drin. Und da habe ich von meiner Schwester erzählt, die in Australien lebt. Und da verbinde ich einen Song mit unserem Urlaub, den wir da damals verbracht haben, sehr. Und diesen Song habe ich jetzt seit gestern Abend wieder im Ohr. Und deswegen kriegt den jetzt auch der Rest unserer Mithörerschaft aufs Ohr. Und zwar Katy Perry, Roar. Okay. Chris, bei dir hätte ich eigentlich einen anderen Song erwartet. Echt? Wer soll das bei mir erwartet? Also von der Band schon, aber einen anderen Song. Ja, das denke ich mir. Du hast wahrscheinlich Paradise City erwartet, richtig? Ja, genau. Weil ich habe bei Paradise City allerdings von Guns N' Roses das Problem, dass es zum einen viel zu selten im Stadion gespielt wurde in den letzten Jahren. Ja, aber zum Derby wurde es gespielt. Ja, ja, da wurde es Gott sei Dank wieder gespielt. Habe ich auch mit Wohlwollen wahrgenommen. Und
jeder, der einen lokalen Radiosender auf der Frequenz 107,7 hier in Stuttgart schon mal gehört hat und dort diese Version dieses Songs hört, der kriegt einfach nur das Vollkotzen, weil die haben daraus eine 2,5-Minuten-Version oder sowas gemacht. Also kein Mensch auf der Welt könnte da das Solo spielen von Paradise City, weil es geht gleich. Da brichst du dir den Finger. Nein, ich habe von Guns N' Roses A Sweet Child of Mine rausgesucht, weil das für mich immer noch so einer der... Es ist einfach ein geiles Riff schon am Anfang mit Daddle, 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 Daddle. Da gibt es viele coole Versionen, aber keine ist so erreicht wie die mit Eggman Axl Rose. Einfach das Original. Und ist einfach ein saugeiler Song, der immer laufen kann, eigentlich in jeder Situation. Und es passt. Es ist einfach geil. Okay, ich musste jetzt gerade ein bisschen hier. Ich wollte jetzt fast einen von Dings nehmen, von Feine Sahne Fischfilet, aber da bin ich nicht so sattelfest. Ich habe gerade mal geguckt, was da gibt, ob mir da irgendwas auffällt. Deswegen nehme ich jetzt von Radiohead Creep. Genau. Das kann man auch mal hören. Gibt es auch sehr schöne Cover-Songs und so. Cover-Versionen. Ich war mal bei Moby von einem Konzert irgendwie Ende der 90er oder so war das. Der hat ja so ziemlich viele Technos angezogen, ne, auch bei seinen Konzerten. Aha. Weil der war ja zeitlang sehr elektronisch unterwegs, hat aber auch viel so punkige Musik gemacht mit Gitarre und so. Und da hat er dann mitten in seinem Set erst so elektronische Sachen und dann hat er plötzlich seine Gitarre ausgepackt und hat von Radiohead Creep gespielt. Und dann That's When I Reach for My Revolver, seinen eigenen Song und so. Da waren die ganz schön, die standen alle da, hä, was geht jetzt hier? Sonstiges. Ach, hier steht ja auch noch was. Da will noch jemand über eine Live-Show berichten, sehe ich hier. Ja, wir waren am Freitagabend, ganz kurzfristig haben wir das organisiert bekommen, beziehungsweise hat Chris das organisiert bekommen, waren wir in der Stuttgarter Schleierhalle bei Die drei Fragezeichen live. Und wir waren da schon mal vor ein paar Jahren bei der ersten Tour bei Phonophobia. Und ich werde gar nichts dazu sagen, was es in der Folge geht, weil es ja... Gibt es ja, ist ja eine Geschichte nur allein für diese Stadiontour oder für diese Arena-Tour. Der Titel ist Und der dunkle Taipan, was ich sehr, sehr schön finde, weil der dunkle Taipan ist eine australische Schlange. Du musst vielleicht auch dazu sagen, ja? Dass ich habe am Anfang gefragt, ist das nicht irgendwie eine Automarke von Volkswagen? Ja. Und der gleiche Gag kam tatsächlich in der Show. Yeah. Also ich muss sagen, die drei Hauptsprecher haben das wieder wunderbar gemacht. Was wir allesamt, also wie wir da saßen mit unseren gemeinsamen Mitguckern, die uns die Karten verkauft haben, festgestellt haben, ist, dass diese Tour durchaus nichts für kleine Kinder ist. Weil das ist schon diesmal ganz schön gruselig. Und dadurch, dass es ja nur ein Hörspiel ist und man sonst ja eigentlich kein Audio oder nichts Visuelles hat und auf der Bühne halt dann auch was Visuelles geboten wird mit eben Leinwand und so, ist das dann doch gruseliger als gedacht. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir saßen an der Pause alle so da, oh, okay, puh, kleine Kinder, aber geil. Und das möchte ich jedem ans Herz legen, der irgendwie mal die drei Fragezeichen gerne gehört hat oder gerne hört. Geht mal so eine Live-Show. Es macht unfassbar viel Spaß. Es ist saugeil. Und die Jungs, die füllen halt mal die Schleierhalle. Ja. Und das ist halt, man ist so unter Gleichgesinnten. Da ist alles dabei von den 10-Jährigen, die zusammen mit ihrem Papa da sind, der das auch schon hört, seit er Kind ist. Ja. Und es macht einfach Spaß. Es ist wie eine neue Geschichte. Man grübelt so ein bisschen mit und wer könnte dahinter stecken und gerade so bei solchen Shows werden immer mal wieder gerne und jetzt vor allem da jetzt schon über 200 Folgen existieren, werden auch gerne mal Referenzen wieder aufgenommen aus alten Episoden und dann kann man so ein bisschen miträtseln, oh, könnte das der vielleicht sein und was ist, wenn der wieder auftaucht und es macht schon Spaß. Es ist sehr, sehr gut und wie gesagt, ich liebe diese drei Jungs und ich liebe den Geräuschemacher und den Erzähler und ach, die sind alle ganz, 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 ganz toll. Und das muss man sich wirklich mal anschauen, wenn man eben auch einen Bezug zu den drei Fragezeichen hat. Ja. Kannst empfehlen. Gut. Ja, absolut. Hat richtig Spaß. Ich auch. Chris auch, ja. Und danke auch nochmal hier an der Stelle an die Anni, dass das geklappt hat mit den Karten. Danke, Anni.
Jo, dann nur noch ein Hinweis oder mehrere, ein paar kleinere Hinweise noch. Der Kinocast Adventskalender ist gestartet. Ihr könnt auf kinocast.net könnt ihr das jeweilige Bild sehen, beziehungsweise auch auf Instagram oder Facebook. Ihr wisst ja, warum kinocast.net, ne? Das ist der gleiche Spruch, den habe ich mal bei Pausentee gebracht. Weil wir so nett sind. Ach so. Ja. Aber nett ist doch der kleine Bruder. Nee, damals war die eh nicht frei. Ist immer noch nicht frei, oder? Jetzt hat es irgendeinen so Domain-Grabber. Also die andere Seite, die es damals gab, die gibt es nicht mehr. Und jetzt hat es irgendeinen Domain-Grabber und irgendwie der will da Geld dafür haben. Das ist Quatsch. Jetzt mittlerweile hat sich die etabliert. Da passt das, brauche ich die nicht. Der hat mich ein paar Mal angeschrieben, ob ich sie kaufen will. Habe ich gesagt, no, thanks. Ja, aber ihr könnt auf kinocast.net gehen und findet das aktuelle Kalendertürchen, Türchen Nummer 1. Ist, wie es so ist. Ganz einfach, denke ich mal. Also wenn man ein bisschen sich im Filmjahr 2019 bewegt hat oder vielleicht auch ein bisschen gehört hat, hier unsere Sendung und gehört hat, wo ich zweimal im Kino war sogar in einer Woche, dann weiß man, was da lief. Ich hätte auch einen Spotify-Songtitel wählen können, der einen dezenten Hinweis gegeben hätte auf diesen Film. Aber gut, vielleicht machen wir das nächstes Mal, dass man dann irgendwie einen verschleierten... Einer sucht sich einen Musiktitel raus, der irgendwie zum Film passt. Mal gucken. Wir sagen nicht wer. Dann rätseln alle rum. Boah, was hat das jetzt damit? Ja, funktioniert so. Ihr geht auf kinocast.net, öffnet das Kalendertürchen. Ihr seht dort einen Screenshot aus einem Film des Jahres 2019, der irgendwie hier im Kinocast besprochen wurde. Das heißt, es kann auch durchaus sein, dass es vielleicht ein Film aus 2018 ist, den wir aber erst irgendwie in 2019 im Kino hatten oder gesehen haben, gesichtet haben. Vielleicht auch irgendeine Blu-ray-Sichtung, die schon ein, zwei Jahre alt ist. Kann es auch alles sein. Also wenn ihr da ein bisschen durchs Archiv scrollt, seht ihr ja meistens, was wir so an Filmen besprochen haben. Ja, und dann versucht ihr den Film zu erraten. Schreibt einen Kommentar unter dem Beitrag. Der Kommentar ist zunächst mal nicht sichtbar, weil es wäre Quatsch, wenn ihr sonst alle anderen Kommentare seht und seht, was die anderen geschrieben haben. Der ist erstmal unsichtbar und ich schalte dann gegen Abend, je nachdem wie es passt, ich kann da keine konkrete Zeit nennen, gegen 19 Uhr sage ich mal, kann auch manchmal aber auch später werden, vielleicht so bis 21 Uhr oder so. Also schalte ich das dann alles frei und ab dem Moment kann keine Lösung mehr eingesandt werden, beziehungsweise die zählt dann nicht mehr und die Punkte ergeben sich aus den Kalendertürchen, das heißt für den ersten Tag gibt es einen Punkt, für den zweiten Tag zwei Punkte und so weiter. Das heißt, wie es bei Schlag den Rappe immer hieß, am Ende kackt die Ente. Das heißt, da kommen dann die großen, die hohen Punktzahlen. Das heißt, wer am Anfang vielleicht mal ein, zwei Sachen falsch hat, der kann am Schluss immer noch gewaltig aufholen, wenn er vielleicht die letzten Sachen richtig hat. Also macht da mit. Ansonsten verlosen wir auch unter allen Teilnehmern wieder was. Das heißt, wenn ihr irgendwas falsch ratet, kein Thema, dann seid ihr trotzdem mit im Topf für die Gewinne. Und wir haben echt viel dieses Jahr. Ey, echt viel. Boah, durch diese ganzen Loot-Sachen hier und Star Wars und Harry Potter sehe ich hier so ein, wie ist das hier, so ein, in so einem Glas hier diesen Ball vom Quidditch ist es, glaube ich, ne? Ja, alles sowas. Gibt's alles zu gewinnen dieses Jahr. Und Blu-Rays habe ich hier einen ganzen Stapel. Jawohl. Ja. Wonder Woman, Creed, Deepwater Horizon. Oh, was habe ich noch alles? Feinde, Hostiles, hat man auch. John Wick, Hacksaw Ridge. Lauter gute Sachen. Jo, macht mit, kinocast.net. Und ihr könnt ja auch mitmachen, ihr zwei, wenn ihr wollt. Dürfen wir? Nee, ihr wisst ja nicht, was ich hier rausgesucht habe. Also, ja, ich weiß ja nicht. Du hast letztes Jahr gesagt, ich darf nicht mitmachen. Ja, du kannst schon mitmachen, aber gewinnen kannst du nicht. Ich kriege aber keine Punkte, ich weiß. Ja, Punkte kriegst du schon, aber du kriegst ja nichts von den Preisen oder so. Kannst da dich trotzdem beweisen. Nicht der Konkurrenz stellen. Ich melde mich schon an. Ja, aber nichts verraten hier. Nein. Ja. Nein, wir verraten nicht, dass das erste Türchen irgendwas mit Guns N' Roses zu tun hat. Mit Guns N' Roses? So, sehr weit hergeholt. Vielleicht schlage ich dir mal die Brücke dazu. Na gut, also, liebe Hörer, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich hoffe, wir erwischen morgen einen ganz guten Film in der Sneak. Und ich versuche hier das Ende der Wahrheit zu schauen und diese Dokumentation da, Wildes Herz,
wenn die jetzt bei Amazon verfügbar ist, dann wisst ihr schon ungefähr, was ihr von mir nächste Woche bekommt. Und Kate guckt bestimmt wieder irgendwelche Serien da. Bestimmt. Komplett zu Ende. Komplette Staffeln wegsaugen. Ja, vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Irgendwas muss ich gut sagen. Sehr gerne. Bis morgen dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Bis bald im Kinocast.